Hallo und herzlich willkommen. Es folgt die Lösung einer Aufgabe zum Thema Deckungsbeitragsrechnung. Wir haben es hier mit einem Ziegelhersteller zu tun, der eine Dachziegelsorte herstellt. Und wir sollen da erstens den Stückdeckungsbeitrag für einen Quadratmeter Dachziegeln berechnen. Und das machen wir so, dass wir uns erstmal überlegen, wie berechnen wir denn den Stückdeckungsbeitrag generell. Dazu nehmen wir immer den Erlös pro Stück minus variable Kosten pro Stück. Wobei hier daran zu denken ist, dass eben nicht pro Stück, sondern pro Quadratmeter die Angaben sind. Also rechnen wir hier Erlös pro Quadratmeter 30 Euro minus variable Kosten pro Quadratmeter 22 Euro. So dass wir dann eben auf einen Deckungsbeitrag pro Stück in Höhe von 8 Euro kommen, beziehungsweise pro Quadratmeter. Dann wollen wir da zweitens die Break-Even-Menge berechnen, die sogenannte Gewinnschwellenmenge. Dazu brauchen wir die folgende Formel. Break-Even-Menge gleich Fixkosten durch Stückdeckungsbeitrag. Klein db steht nämlich für Stückdeckungsbeitrag. Und wir setzen die folgenden Werte ein. Für Fixkosten 150.000 Euro, wie hier oben in der Aufgabenstellung zu sehen ist. Und für den Stückdeckungsbeitrag die soeben berechneten 8 Euro. Und das ergibt dann eben 18.750, also 18.750 Quadratmeter müssen wir absetzen. Dann haben wir die Break-Even-Menge erreicht. Dann haben wir weder Gewinn noch Verlust, weil sich hier nämlich die Gesamtkosten und die Gesamterlöse decken. Wir machen weiter mit drittens. Wie hoch ist die kurzfristige Preisuntergrenze für einen Quadratmeter Dachziegeln? In der Deckungsbeitragsrechnung ist die kurzfristige Preisuntergrenze, da sind das immer die variablen Kosten pro Stück. Und die sind uns hier ja schon gegeben in der Aufgabenstellung, 22 Euro. Also lautet unter drittens die Antwort, die kurzfristige Preisuntergrenze beträgt 22 Euro. Und wir machen weiter mit viertens. Unter viertens sollen wir den Break-Even-Umsatz berechnen. Das ist derjenige Umsatz, der bei der Break-Even-Menge erzeugt wird. Die Break-Even-Menge haben wir. Sie beträgt 18.750 Quadratmeter. Wir müssen also rechnen Erlös pro Stück mal Break-Even-Menge, um dann eben den Umsatz bei dieser Menge herausfinden zu können. Das sind also 18.750 Quadratmeter mal Erlös pro Quadratmeter und das sind ja laut Aufgabenstellung 30 Euro, also mal 30 Euro und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf einen Break-Even-Umsatz in Höhe von 562.500. Dann machen wir weiter mit fünftens. Wie hoch sind die Kosten pro Quadratmeter Dachziegeln, wenn 20.000 Quadratmeter Dachziegeln abgesetzt werden? Um das beantworten zu können, müssen wir erstmal die Kostenfunktion aufstellen. Die allgemeine Vorschrift für die Kostenfunktion lautet: K von x ist gleich Fixkosten plus variable Kosten pro Stück, die ich mal abkürzen möchte mit K var, mal Absatzmenge x. Und dann müssen wir eben die konkreten Werte in diesem Fall einsetzen. Das sind die Fixkosten, die wir laut Aufgabenstellung haben in Höhe von 150.000 Euro und eben plus variable Kosten pro Stück. Die haben wir auch. Diese betragen 22 Euro, haben wir hier oben in der Aufgabenstellung. Das setzen wir auch ein, also 22 Euro mal die Absatzmenge x. Jetzt haben wir die Kostenfunktion und wir müssen in diese allgemeine Kostenfunktion müssen wir nun eben 20.000 Quadratmeter einsetzen. Wir haben dann folgendes hier zu stehen, 150.000 plus 22 mal 20.000. Und wenn wir das so in den Taschenrechner eingeben, bekommen wir Kosten in Höhe von insgesamt 590.000 Euro. Gefragt waren aber die Kosten pro Stück, also muss ich eben diese 590.000 Euro noch teilen durch die Absatzmenge hier, die gegeben ist, nämlich 20.000 Stück. Und wenn ich das jetzt in Taschenrechner so eingebe, durch 20.000 Stück, komme ich auf 29,50 Euro sind die Kosten pro Stück, also pro Quadratmeter bei einer Produktionsmenge von 20.000 Quadratmeter. Dann machen wir weiter mit sechstens. Wie hoch ist der Gesamtgewinn, wenn 30.000 Quadratmeter Dachziegeln abgesetzt werden und wie hoch ist der Gewinn pro Stück? Um das beantworten zu können, benötigen wir den
Gesamtdeckungsbeitrag, der bei 30.000 Quadratmetern erzielt wird, und von dem ziehen wir dann die Fixkosten ab. Denn Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten ist gleich Gewinn. Und wir bekommen den Gesamtdeckungsbeitrag, indem wir rechnen 30.000 Stück bzw. 30.000 Quadratmeter mal Stückdeckungsbeitrag. Und den Stückdeckungsbeitrag haben wir hier oben schon gehabt in der Aufgabe. 8 Euro, wie hier zu sehen ist, und 1 drüber hier berechnet, also 8 Euro. Wir setzen also mal 8 Euro ein und bekommen so einen Gesamtdeckungsbeitrag in Höhe von 240.000 Euro. Und um jetzt den Gewinn berechnen zu können, müssen wir rechnen: Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten, also 150.000 Euro, und bekommen so eben einen Gesamtgewinn in Höhe von 90.000 Euro. Gefragt war aber auch der Gewinn pro Stück, also müssen wir hier noch 90.000 teilen durch die Stückzahl bzw. durch die Quadratmeterzahl 30.000 und bekommen so eben einen Gewinn pro Quadratmeter in Höhe von 3 Euro. Ihr seht schon, man neigt dazu, hier immer pro Stück zu sagen, weil die meisten Aufgaben so aufgebaut sind, dass irgendwie ein Stückdeckungsbeitrag berechnet werden muss oder irgendwie ein Gewinn pro Stück. Hier sind es aber natürlich Quadratmeter. Also überall, wo ihr hier Stück gehört habt oder gesehen habt, ist immer Quadratmeter gemeint. Also jetzt auch hier merke ich gerade, ich werde das bei euch dann auf dem Blatt korrigieren. Also hier muss natürlich auch pro Quadratmeter stehen. Ist halt die Macht der Gewohnheit, weil meistens wird hier irgendwas pro Stück berechnet. Gut, dann sind wir mit der Aufgabe hier durch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über jeden Daumen hoch. Bitte hinterlasst auch einen netten Kommentar. Ich würde mich über jedes Abo von euch freuen. Bis zur nächsten Aufgabe. Macht's gut.